Die CSU will der CDU Korsettstangen einziehen. Der siegesbewusste Edmund Stoiber zwingt den Vorsitzenden der Volkspartei CDU auf seinen Kurs. Kampagnenfähigkeit solle die Union beweisen und sie testet ihre Fähigkeit zuzuspitzen und zu emotionalisieren an einem der sensibelsten Themen dieser Republik, in der Ausländerpolitik. Im Tiefflug über die deutschen Stammtische, nur ein kleiner Teil der wählergebeutelten CDU leistet Widerstand und kritisiert, dass Wolfgang Schäuble eine ernsthafte Diskussion um die doppelte Staatsbürgerschaft zur Unterschriftenaktion verkommen ließ. NPD, Reps und andere Rechtsextremisten nutzen die Steilvorlage und bieten Unterstützung an. Das Thema polarisiert in Deutschland, obwohl in den meisten europäischen Staaten die doppelte Staatsbürgerschaft ermöglicht ist. Aber die Union scheint die Hoffnung auf das Wählerpotenzial zukünftiger eingebürgerter Ausländer aufgegeben zu haben. Jetzt geht es ganz konkret erst einmal um die Landtagswahl in Hessen am 7. Februar und da scheint jedes Mittel recht. Anke Becker-Wenzel und Thomas Fuhrmann berichten. Samstagmorgen die Wiesbadener Fußgängerzone. Die Republikaner nutzen die Gunst der Stunde, haben sich gleich neben dem CDU-Stand aufgebaut. Sie sammeln mit einem eindeutigeren Text Unterschriften gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Kein gutes Motiv für den CDU-Spitzenkandidaten. Roland Koch will lieber 200 Meter weiter unterschreiben. Für ihn das richtige Wahlkampfthema, endlich die Möglichkeit zur Kampagne. Der Text sei völlig unzweideutig, schüre keine Emotionen. Als nach dem Gerangel zwischen einem Fotografen und einem Kameramann plötzlich Blut fließt, ein erschreckter Koch. Rechtfertigungszwang. Das hat nichts mit den Bürgern zu tun, meine Damen und Herren. Das machen Sie bitte in Ihrem Berufsstand aus. Ja? Batista, yeah. Nicht über Aufheizung von Menschen reden und sich dann selbst hier mit den Kameras prügeln. Es tut mir leid, so geht das nicht. Frankfurt, die Zeil. Der Andrang am CDU-Stand ist, wie an vielen Orten, groß. Die Bürger mobilisiert. Aber die Aktion polarisiert auch, setzt Ängste frei. Nicht Integration, manchmal schlägt sogar blanker Rassismus durch. Wenn ich heute einen Bantunese nehme, sagen wir mal, aus Afrika, der vor 300 Jahren hierher geschleppt worden ist, das ist doch nach wie vor ein Schwarze und ein Bantu. Von der Staatsangehörigkeit ist es dann Deutsch. Oder in Amerika gibt es da viele schwarze Einwohner, die amerikanische Staatsbürger sind. Die sind doch aber nach wie vor Bandos, Hottentotten oder was es sonst früher mal gewesen sind. Ich kenne jetzt einen, der hat einen deutschen Pass, der hat aber auch noch seinen algerischen Pass. Ja, der hat in Algerien seinen Militärdienst gemacht. Und wenn hier mal eine Krise ist, ja, weil die uns vielleicht, die bei uns, die drüben ausgebildet und Deutsche angeblich sind, ja, uns dann auch in den Rücken. Und das ist meine Angst, die ich dann habe. Die Kritik an der Unterschriftenaktion ist massiv. So fürchtet die evangelische Kirche eine weitere Emotionalisierung. Es ist schwer zu vermitteln, dass hier wirklich Integration das Ziel bleibt. Es schließen sich zu viele Gruppen und Parteien an aus einem Spektrum, die alles andere als Integration wollen, sondern Abschottung. Und deshalb finde ich das Projekt selber sehr beschwerlich. Auch am Samstag in München, Parteitag der CSU. Der neue Vorsitzende hat mit seinem Gespür für Stammtische die Kampagne gegen den Doppelpass gestartet und setzt weiter auf Volkes Stimme gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Wir Deutsche tun eine Menge zur Integration, aber dann muss der Ausländer auch einen Teil der Integration beitragen und er kann nicht nur von Deutschland Integration verlangen und selber nicht den notwendigen Beitrag leisten. Die CSU-Parteiführung steht geschlossen hinter der Unterschriftenliste, doch an der Basis auch skeptische Stimmen. Persönlich bin ich grundsätzlich, habe ich Vorbehalte gegenüber Plebisziten, gegenüber Unterschriftsaktionen. Ich fände es richtiger, zunächst den parlamentarischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Ich mag sie jetzt noch nicht unterstützen. Ich möchte zuvor sichergestellt haben, dass eine breit angelegte Aufklärungskampagne über unser Land geht. Und wenn dann die Bürger tatsächlich wissen, worüber sie Ja oder Nein sagen sollen, dann kann man über die Unterschrift reden. Die CSU hat die Diskussion bisher bestimmt und die CDU getrieben. Der CDU-Vorsitzende geriet in seiner Partei in die Defensive. Jetzt üben Schäuble und Stoiber wieder den Schulterschluss. Der CDU-Chef spielt den Konflikt herunter. Gerd Stoiber und ich eine sehr gute Zusammenarbeit haben. Wir haben eine gemeinsame Aufgabe. Wir stehen für die Einheit von CDU und CSU. Jeder hat seine Verantwortung. Wir arbeiten zusammen. Und die Rivalität, die man uns einreden will, die haben wir nicht und die brauchen wir auch nicht. Wir haben andere Aufgaben. Wir kämpfen gemeinsam gegen falsche Politik von Rot-Grün.
Seinem Vorgänger Helmut Kohl wäre so etwas nicht passiert, heißt es hinter vorgehaltener Hand in der CDU. Der große Partner vom Kleinen geschoben und gedrängt. Die Debatte geht weiter. Junge Wilde in der CDU kritisieren, die Unterschriftenaktion könne zu Missverständnissen führen und die Union in die rechte Ecke rücken. Kritik an Schäuble. Ja, das würde ich mir wünschen, dass wir die Politik der CDU auch gegenüber den Kolleginnen und Kollegen in der CSU mit der gleichen Entschiedenheit vertreten, wie dies Helmut Kohl über viele Jahre hinweg gemacht hat. Dies ist im Interesse beider Unionsparteien. Und ich bin mir auch sicher, dass es in der Union, in der CDU, schon in den nächsten Wochen und Monaten auch zu einer Erneuerungsbewegung von unten kommen wird, mit konkreten programmatischen Vorschlägen für die Erneuerung der CDU. Auch in der Fraktionssitzung der Union gab es gestern weiter Streit. Ein Drittel der Abgeordneten favorisiert das sogenannte Optionsmodell der FDP. Kinder, Jugendliche sollten den deutschen Pass haben, aber wenn sie erwachsen werden mit 18, dann sollen sie sich entscheiden, wie alle anderen auch. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Der doppelte Pass als Regel für Erwachsene, das muss verhindert werden, denn das ist eine Fehlentwicklung. Und umso großzügiger können wir umgehen mit Kindern und Jugendlichen. Sie müssen allerdings von Anfang an wissen, wenn sie erwachsen werden, müssen sie sich für eine Staatsbürgerschaft entscheiden. Emine Demirbüken, langjähriges CDU-Mitglied, Ausländerbeauftragte in Berlin-Schöneberg. Für sie ist der Streit der Schwesterparteien sekundär, die aufgeheizte Diskussion um den Doppelpass schädlich. Die doppelte Staatsbürgerschaft ist für sie eine wesentliche Voraussetzung für mehr Integration. Es ist eigentlich eine emotionale Bindung, ein Stück Vergangenheit, ein Symbol für Gefühle, die man noch immer für das Herkunftsland hegt und ein Kapitel, den man einfach nicht in den Mülleimer schmeißen möchte. Noch nicht. Mit jeder weiteren Generation wird es der Fall sein. Wochenmarkt in Kreuzberg im Herzen Berlins. Hier kaufen hauptsächlich Türken ein. Für einige von ihnen gibt es allein durch einen zweiten Pass nicht automatisch mehr Akzeptanz, mehr Integration. Sie fühlen sich auch weiter als Ausländer behandelt. Vom Äußeren her denkt man, dass ich eine Ausländerin bin und keine Deutsche. Und ein Pass ändert dadurch gar nichts für mich. Also ich werde genauso die Vorurteile zu hören bekommen wie bisher. Und ich denke nicht, dass sich dadurch was ändern wird. Auch in der SPD mehren sich Stimmen, Ängste in der Bevölkerung nicht zu ignorieren und die Integrationsmöglichkeiten durch den Doppelpass nicht zu überschätzen. Ich glaube, also derjenige, der behaupten würde, dass die doppelte Staatsangehörigkeit der Eckstein sei für mehr Integration, würde sich überheben. Ich bin der festen Überzeugung, dass es ein Baustein ist für mehr Integration. Die anderen Bausteine müssen hinzukommen, aber nicht mehr und nicht anderes sollte auch gewollt sein. Und ich möchte deutlich betonen, das kann man nur als zwangsgebührenfinanzierte Volksverdummung bezeichnen, was dort produziert worden ist.